Hi, wo sind wir denn hier gelandet? Bei Rainbow Six Siege, aber außerhalb des Spiels, nämlich bei den Statistiken. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr einfach mal nachschauen wollt, ja, wie lange habe ich denn einen gewissen Operator gespielt oder wie viele Eliminierungen habe ich schon mit ihm gemacht. Ich weiß, es gibt auch im Spiel die Möglichkeit, sich da Statistiken anzuschauen, aber die sind sehr wild, die hauen auch ganz gerne mal gar nicht hin. Komme ich später nochmal drauf zurück. Aber wenn ihr einfach mal einen detaillierten Blick wagen wollt, dann kann ich euch nur diese externe Seite hier von Ubisoft empfehlen. Direkt von Ubisoft, also nicht irgendwie ein Drittanbieter, nein, von Ubisoft direkt, braucht ihr keine Sorgen haben. Das werde ich auch nochmal in der Videobeschreibung bzw. im Kommentarbereich verlinken. Diesen Link. Ja, da sind wir auch schon da. Unterteilt ist an sich selbsterklärend, aber wir gehen es gleich mal durch. Ich finde es auch teilweise ganz interessant. Ja klar, Statistiken halt. Kann man sich auf jeden Fall dran erfreuen. Wir haben den Multiplayer, Rang oder Locker. Rang und Locker und wir haben Terroristenjagd. Da sind es bei mir 29 Stunden und bei PvP sind es 464. 464 zu fast 30 Stunden PvP gegen PvE. Ja, jetzt wird's ganz interessant. Na, habt ihr eine Vermutung, wie das aussieht? Meistgespielter Operator bei den Angreifern, bei den Verteidigern? Fuse und Störsinnemann, meine beiden Lieblinge. Aber schauen wir nochmal kurz hier oben. Sieg-Niederlagen-Verhältnis. Also mehr gewonnen als verloren. Da sieht man es nochmal von diesen... Stimmt das eigentlich? 2007? Kommt sogar hin. Oh, Ubisoft kann rechnen. Cool. Wurden über 1000 gewonnen und etwas weniger als 1000 verloren. Ganz schön knappes Ding. Eliminierung-Tod-Verhältnis. Ja, wenn man das Spiel gerade erst angefangen hat, dann... wird das hier ganz klar überwiegen und es wird auch lange dauern, bis man hier ausgeglichen hat. Schaut mal, bei mir ist ja auch gerade mal 1.01. Und dann auch die Präzision. Präzision finde ich gar nicht so wichtig. Also an sich schon im Spiel, je eher man den Gegner erledigt, umso besser. Denn dann kann er euch weniger Schaden zufügen. Bestenfalls findet ihr schnellstmöglich einfach den Kopf, dann braucht ihr auch ganz wenig Zeit und ganz wenig Schüsse, aber... wenn ihr zum Beispiel mit einem leichten Maschinengewehr spielt und einfach niederhalten wollt oder mit dem Alder einfach jemanden aus der Fassung bringen wollt, einen Blitz zum Beispiel, ihn auch auf Distanz halten wollt, dann ballert man natürlich drauf los und dann verzerrt diese Präzision eben. Aber ist hiermit angegeben. Eliminierungsassistenten, Assists, Hilfen. 1000, wie viele Eliminierungen habe ich? 5000, okay, wäre schlimm, wenn ich mehr Hilfestellungen hätte als Eliminierung, wobei schlimm. Nö, dann bereitet man einfach vor und andere greifen ab. Man macht halt die Drecksarbeit für andere. Insofern auch gar nicht schlimm. Wiederbelebungen, Kopfschüsse, das ist vielleicht ganz interessant. Wie viele Kopfschüsse? Weil Kopfschuss bedeutet ja bei Rainbow Six Siege automatisch den Tod, egal mit was für einer leichten Waffe du schießt. Kopfschüsse und Eliminierung. Das wäre noch eine ganz interessante Statistik. Wie viel Prozent der Eliminierung resultieren aus Kopfschüssen? Durchschusseliminierung, also durch Pappe, Holz und Nahkampfeliminierung. Auch sehr interessant. 13. Habe ich vor kurzem wieder mal so einen Messerkill gemacht. Warum ist das bei mir so weit unten? Naja, meistens ist es so, wenn ein Gegner vor mir verletzt liegt, dann bin ich nicht so geil drauf, den unbedingt mit einem Nahkampf auszuschalten. Es könnte nämlich sein, er liegt auf der anderen Seite einer Tür. Zwischen uns liegt noch eine offene Tür und wenn ich dahin gehe, nur um ihn mit Nahkampf umzubringen, dann könnte ich ja von einem anderen Gegner getroffen werden. Ja, dann ärgere ich mich einerseits, dass ich den Gegner, der da schon hilflos herumliegt, nicht erwischt habe und... andererseits könnte er wieder aufgestellt werden, deswegen ist es bei mir meistens der Fall, dass ich einfach, wenn jemand verletzt ist, drauf schieße. Ist auch angenehm, muss ich nicht so viel laufen, wenn er weiter weg liegt. Also, es gibt ja auch immer ganz gerne diese wöchentlichen Herausforderungen von Ubisoft und da werden ja Nahkampf, fast Ubisoft immer Nahkampf und Geräteeliminierung zusammen, wüsste ich gerade gar nicht, aber
Deswegen weiß ich auch immer, Nahkampfeliminierung, dass diese wöchentliche Herausforderung werde ich nicht dadurch schaffen. Wobei ich mittlerweile ja schon seit langem gar nicht mehr auf diese wöchentlichen Herausforderungen großartig schaue. Zum Start einer neuen Woche füge ich die einfach alle hinzu, damit ich einfach das Ansehen bekomme. Und am Ende der Woche sage ich einfach ein, was ist, denn ich will mein Spiel nicht darauf auslegen, was da gerade für eine Herausforderung läuft. Aber ist wieder ein ganz anderes Thema. Gehen wir doch einfach mal weiter. Der am häufigsten gespielte Operator auf Angriffsseite meinerseits ist Fius und am häufigsten auf der Gegenseite Stresenermann. Ich bin damals bei Black Ice eingestiegen, bei Rainbow Six Siege. Und wenn gerade eben erst jemand angefangen hat, kann es durchaus sein, dass einer der Nicht-Standard-Operatoren bei ihm da ganz oben steht. Oder auch wenn er ganz früh angefangen hat mit dem Spiel, kann hier ein Standard-Operator nicht stehen. Liegt einfach daran, was man spielt, aber vorzugsweise sind die Standard-Operatoren einfach ganz oben, weil die konnte man in der Theorie am längsten spielen. Mittlerweile, wenn man sich ja das Spiel kauft, sind die Standard-Operatoren ja auch allesamt freigeschaltet. Das ist ja mittlerweile der Fall. Ich musste mir die ja auch alle nochmal selbst freischalten. Ja, aber 46 Stunden Fius und 33 Stunden Störsendermann. Bei Störsendermann ist die Eliminierungstoterate noch negativ. Bei Fius deutlich positiv. Und das ist das Sieg-Niederlagen-Verhältnis. Genau. Das sind dann nochmal die Spezialfähigkeiten. Und ich gehe erstmal zu den Operatoren. Hier sieht man das Ganze nochmal etwas übersichtlicher. Die Angreifer. Ja, Termit ist mittlerweile bei mir ganz nah rangekommen. An Fius. Beides Standardoperatoren. Weil es braucht eigentlich immer jemanden, der eine verstärkte Wand aufmachen kann. Und vorzugsweise nehme ich da immer noch Termit. Aber auch Ibana ist schon auf der 3. Und Ibana ist der erst relativ spät hinzugekommen. Wie gesagt, ich habe damals mit Black Ice angefangen, also Frau Frost und Buck standen mir grundsätzlich sofort zur Verfügung. Ich musste noch freischalten, aber ich hätte sie sofort spielen können. Und ja, Hammermann, den ich mittlerweile relativ selten spiele, der ist noch auf der 4. Und Buck ist dann schon auf der 5. Und Ashe und IQ, die ich anfangs überhaupt nicht leiden konnte oder wo ich mir gesagt habe, warum will ich die spielen? Mehrwert, gut, das war auch mal bei Buck so, die sind mittlerweile ganz schön weit oben angekommen. Und bei Glass wundert es mich aber auch, dass er so weit oben steht. Sogar vor Twitch, das ist wirklich verwunderlich. Hätte ich nicht gedacht, dass Glass vor Twitch steht. Chakal relativ weit vorne, Montagne auch relativ weit vorne. Ja, Sophia, Ying, Schwarzbart. Dustline war ja die Operation, die nach Black Ice kam. Aber ich musste mir ja auch alle erst freischalten. Ich weiß gerade gar nicht, wann ich mir zum Beispiel Bug gegönnt habe und wann Schwarzbart. Ja, aber hier sieht man schon 2 Stunden. Wenn man schon über 450 Stunden gespielt hat, sind 2 Stunden relativ gering. Nomad ist ja gerade erst dazugekommen und Nomad ist ein gutes Stichwort für die Statistikanzeige im Spiel, denn die haut ganz gerne mal nicht hin, die springt auch immerhin immer mal wieder. Da kann ich mal kurz was einblenden, denn da sieht man auch die Gesamtspielzeit. Ja. Und vor einer Woche hatte ich bei Nomad noch eine Gesamtspielzeit von 3 Stunden und mittlerweile ist das im Spiel auch wieder eine ganz andere Anzeige. Deswegen, die im Spiel, ja, wenn man das jetzt gerade mal vergleicht, kann man schon heranziehen, aber ich kann euch nur empfehlen, die hier ist etwas genauer. Wobei es noch ein paar Aktionen, ein paar Statistiken gibt, die ich anzweifle. Aber da kommen wir einfach mal später zu. Ja, Togepi spiele ich nicht so oft, weil sie hat eben ziemlich blöde Waffen. Entweder Schrotflinte oder DMR. Das ist für mich jetzt nicht sehr ansprechend. Und die beiden aus der Operation Outbreak. Chimera. So ist das Ding offiziell. Die sind bei mir auch noch ganz unten. Und Maverick. 9 Minuten. Habe ich auch nicht oft gespielt. Aber bei Maverick wiederum. Eliminierung, Tod, da habe ich wohl einfach 9 Minuten, da habe ich ihn aber mehr als eine Runde gespielt. Hätte mir jetzt gedacht, 3 Eliminierungen?
Ja, und nicht gestorben oder einmal gestorben, aber ich habe Maverick schon mehr als eine Runde gespielt. Dann bin ich mit Maverick anscheinend nie gestorben, aber habe eben entsprechend umgebracht. 3. Oder ich bin zweimal gestorben und habe dann einfach 6 Leute umgebracht. Und bei Finca wiederum ist das Sieg-Niederlagen-Verhältnis bei 3. Hab sie aber auch wirklich erst nur ein paar Minuten gespielt. Da sind wir schon bei den Verteidigern. Störsendermann, Westmann und dann kommt schon Frau Frost. Die beiden aus Black Ice sind unter den ersten 5 Plätzen bei mir auf Angreifer- und Verteidigerseite. Aber Frau Frost ist einfach super mit den Matten. Und auch Kamerafrau, auch wenn ich sie zuletzt jetzt wieder weniger gespielt habe, weil es einfach so viele andere interessante Operatoren gibt, die zuletzt herausgekommen sind. Wenn ich da einfach an Alibi oder Maestro denke, oh, da ging einiges drauf. Oder Läsion habe ich ja mittlerweile auch für mich entdeckt. Der ist hier noch gar nicht, schaut mal. Selbst Grabschfrau ist noch vor Läsion. Bandit ist noch ziemlich weit oben. Ja, das resultiert aus der Zeit, als noch bei Bandit das ACOG auf die Waffe draufpappbar war. Bei Frau Frost. Hier sieht man auch mit Willkommensmatten gefangene Feinde. Nicht umgebracht, sondern einfach gefangen. 116. Mit Matten versorgt zum Anziehen über 1300. Aber weniger Geräte gefunden. Dafür, dass ich ihn 9 Stunden mehr gespielt habe. Ich meine, da muss ja einfach bloß mal eine Drohne reinfahren. Gut, hier muss einfach bloß ein Teamkollege sich eine Matte anziehen. Es verwundert mich doch, aber kann ich nicht genau beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Oh, ach, wiederbelebt. Ja, meistens gebe ich, wenn jemand angeschlagen ist. Das macht man auch üblicherweise so. Ist einfach das, was eher eintritt. Bei Bandit, Schockdraht, Eliminierung. Ja, Eliminierung hätte jetzt eher gedacht, Geräte zerstört, wie bei Störsendermann oben. Aber nee, hier muss man Geräte direkt zerstören. Aber das finde ich wiederum komisch, denn ich habe auf jeden Fall mit ihm schon mal eine Thermoladung von Thermit zerstört. Und das... Ach, Eliminierung. Ich bin jetzt selbst abgedriftet. Ich habe gerade eben gesagt, man hätte da lieber die Gerätezerstörung mit reinfriemeln sollen. Hier steht jetzt doch Eliminierungen. Ja, da muss sich jemand so lange an den Draht oder an die verströmte Wand lehnen, bis er stirbt. Entweder hat er gerade nur wenig Lebenspunkte, dann hat man Glück, aber noch keine Schockdraht-Eliminierung. Der Vollständigkeit halber, damit ich auch später einfach mal nachschauen kann, wie sich das vielleicht in einem Jahr entwickelt hat, kann ich ja mal ganz kurz alles mal einblenden. Eliminierung mit der Schrotflinte. Das mache ich mal. Einfach alle mal ganz kurz aufrufen. Ha, damit ich selbst nachgucken kann, da müsst ihr jetzt mal durch. So, was? Eliminierung mit dem Gasbolzen. Mit dem Feuerbolzen wird das hier auch zusammengefasst, auch wenn es hier nicht steht. Frage. Das finde ich wiederum komisch. Detonierte Lufthiebe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit Nomad mittlerweile schon mal jemanden da habe reintreiben lassen. In so einen Lufthieb. Das stimmt definitiv nicht, diese Null. Sieht man auch hier bei dieser Statistikseite, stimmt nicht alles. Da bin ich mir ganz sicher. Detoniert ist auf jeden Fall schon mal ein Lufthieb. Kamera-Hex noch gar nicht. Ah, ich habe es letztens wieder probiert, aber da will ich mal nicht zu viel verraten. Gescannte Feinde. Adrenalinschub-Bonus. Wenn jemand mit dem Schub jemanden eliminiert, ne? Müsste hinkommen. Brenner-Durchbrüche, also eine komplette Wand zum Durchlaufen geöffnet. Oder ich habe das Ding einfach noch nie eingesetzt. Das kann auch sein. Bei 9 Minuten kann das durchaus sein. Störsendermann, Geräte zerstört. Schutzplatten, Frau Frost, Feinde gefangen. Kameras eingesetzt. Nicht Leute markiert, einfach nur Kameras eingesetzt. Wiederbelebt, Bandit, Null Eliminierung mit dem Schockdraht. Zugangssperren-Eliminierung. Ja, die Rainbow Six Siege von Anfang an gespielt haben, werden bei Capcan da womöglich einen höheren Wert haben bei vergleichsweise Spielzeit, denn mittlerweile braucht man ja 3 Capcan-Minen, wenn der Gegner 100 Lebenspunkte hat, so stand Anfang 2019. 3 Capcan-Minen bei 100 Lebenspunkten. Und es gab mal eine Zeit, eine ganz lange Zeit, da hat eine Capcan-Mine ausgereicht,
Da war der Gegner, egal ob jetzt 5 Lebenspunkte oder 100, einfach weg vom Fenster. 42 Mal erfolgreich gegrapscht, bei Ella 171 Gritzmods detoniert. Echo, Jäger, Castle. Achso, ich komme mittlerweile bei Operatoren an, die ich noch gar nicht groß kommentiert habe, ehe ich jetzt hier weiter durchklicke. Ja, Ella habe ich ganz besonders in der Anfangszeit ganz viel gespielt, deswegen steht sie relativ weit oben. Echo habe ich auch relativ spät für mich entdeckt, deswegen... Und weil Jäger eben schon bei mir lange nicht mehr zum Einsatz kam, ist Echo mittlerweile vor Jäger. Castle ist halt so ein kleines Problemkind. Da ist Ubisoft ja schon lange dran, haben sie mal angesprochen, dass sie ihn einfach verstärken wollen, dass sie ihm einfach einen Buff zusprechen möchten. Aber wie, das weiß Ubisoft selbst noch nicht. Castle wird halt gerne bei Geisel gespielt, da kann man ihn auch am ehesten einsetzen, denn das Problem ist bei den anderen Spielmodi, wie Bereich sichern oder Bombe, dann ist das einfach eine Einladung für Fuse. Ja, Läsion ist wirklich erschreckend weit unten. 77 Gegner vergiftet, scheint mir auch schon fast etwas niedrig, aber nur 6 Stunden gespielt? Ich spiele ihn ja mittlerweile richtig oft, aber womöglich habe ich ihn vorher einfach überhaupt gar nicht gespielt. Aber auch hier 1,33. Tod, Eliminierung. Ja, mit Läsion muss man einfach zusehen, sehr, sehr lange zu überleben. Smoke, ja, den spiele ich wirklich schon seit eh und je sehr selten. Habe ihn mal gezielt versucht, gegen Montagne einzusetzen, aber immer wenn ich dann Smoke hatte, dann kam Montagne nicht an. Armer Kerlchenmann. Maestro spiele ich mittlerweile ganz oft, aber seitdem er draußen ist, in Anführungszeichen nur 2 Stunden. Klingt aber jetzt nicht unrealistisch, denn... Ja... Wie lange spielt man einen Operator bestenfalls in einer Runde? 3 Minuten. Etwas mehr als 3 Minuten. Im Durchschnitt eher weniger, weil man auch mal gerne ganz früh stirbt. Mira ist auch noch recht weit unten. Da finde ich ja ihre Vector super klasse, aber ja, die Mira-Fenster setze ich wirklich selten ein. Ich setze Mira selten ein. Und Tachanka. Tachanka ist ein Anfangsoperator. Gut, Smoke ist jetzt auch nicht so weit weg, aber im Vergleich zur Spielzeit von Tachanka schon meilenweit. Der Lord. Lord Tachanka. Genauso wie bei Castle. Ein Problemkind. Man hat ihm mittlerweile einen kugelsicheren Schild gegeben. Aber er ist immer noch ein Problemkind. Ich habe immer angesprochen, dass man ihn vielleicht das stationäre Geschütz oder generell die Waffe mit einem Zweibein versehen sollte, dass man das Ding auch einfach auf Sandsäcken aufstellen kann. Nicht immer so ein riesen Geschützturm, aber weiß nicht. Das muss Ubisoft wissen. Das ist Ubisofts Problem. Ja, Kite ist noch relativ neu und Vigil und Clash. Ja gut, diesen Clash ist wirklich noch relativ frisch, aber Vigil und Clash, die mag ich überhaupt gar nicht. Und deswegen haben die bei mir bloß jeweils 7 Minuten Spielzeit. Ich habe mit den beiden noch niemanden umgebracht. Ach so, weil ich mit denen noch niemanden umgebracht habe, steht da noch eine 0. 0,0. Weil Eliminierung 0, aber Tode habe ich mit denen auf jeden Fall schon. 0 durch 3 ist... Ah, die beiden. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird. Da müsste man die einfach komplett umkrempeln. Aber ich finde ihre Spezialfähigkeit einfach... Also bei Vigil ist es die Spezialfähigkeit, die ich nicht so praktisch finde. Und bei Clash ist es einfach das Problem. Sie ist so unglaublich anfällig. Sie kann ja nicht mal ihren Schild gerade vor sich halten, wenn jemand ankommt und dagegen schlägt. Ich glaube, bei ihr wird sich das so schnell überhaupt gar nicht ändern. Aber das waren hier erstmal die Operatoren. Sieg, Niederlage 2,0 bei Clash. So, so. Kommen wir mal zu den Spielmodi. Und da habe ich mal immer wieder was angerissen, aber jetzt kann ich das Ganze auch mal mit Zahlen belegen. Wie oft spielt man denn nämlich Geisel, Bombe, Bereich sichern? Ja, Rang ist bei mir ziemlich zu vernachlässigen, weil... Ich mag Rang einfach nicht, dass da einfach Karten rausgenommen werden und dann auch die verkürzte Spielzeit. Der einzige Nachteil von Locker ist, das ist Vorteil von den Ranglistenspielen. Man kann bei Rang den Spawnort als Verteidiger in Abstimmung bestimmen und als Angreifer kann man sich ganz individuell vom Team woanders platzieren lassen.
Ist wahrscheinlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, was Ubisoft auf jeden Fall Rang vorbehalten will. Fände ich so toll, wenn man das bei Locker noch hinzufügen könnte. Dann wäre Locker eigentlich der perfekte Spielmodus, wie ich finde. Und bei Rang eben das große Problem, dass da einfach Karten rausgenommen werden, übermäßig. Bei Locker ist es ja auch aktuell Anfang 2019 Bartlett, die fehlt. Lange Zeit waren ja Yacht und auch... Na, Favela draußen, die wurden kaum geändert. Ubisoft hat da ein gutes Jahr dran geschraubt, bei Favela sogar über ein Jahr. Naja. Gespielte Zeit 448 Stunden. Gespielte Matches und jetzt wird's interessant. Da unten. Bereich sichern. Gewonnen, verloren, Sieg, Niederlage und hier gespielt. Man kann sagen, zu... Prozentual 2000 zu 50% spielt man Bereich sichern. Und dann wiederum die anderen 50% werden dann noch unter Bombe und Geisel aufgeteilt. Das ist so schade, warum Ubisoft da nicht einfach ein Verhältnis von jeweils 1 zu 1 zu 1 platziert? Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin auch relativ repräsentativ mit über 400 Spielstunden. Aber das war schon immer... Das war schon immer so, das war noch nie wirklich anders. Es gab nie ein Hoch, wo nur Bombe gespielt wurde und Bereich und Geisel gar nicht. Nee, es war immer so in dem Verhältnis. Es kommt mir auch genauso vor. Bereich sichern übermäßig, Bombe ja, auch nicht gerade selten, aber Geisel wirklich richtig selten. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn alle drei Spielmodi finde ich sehr gelungen und Geisel fehlt mir sehr oft. Sage ich immer wieder ganz gerne, Ubisoft, jetzt gibt mir Geisel und dann wieder Bereich sichern. Wobei ich Bereich sichern nicht schlecht finde, aber... Mir kommt einfach Geisel zu kurz und auch in Relation zu Bereich sichern kommt mir Bombe eben viel zu kurz. Bitte Ubisoft ein Verhältnis von 1 zu 1 zu 1 und mal gucken, ob sie irgendwann nochmal einen weiteren Spielmodus hinzufügen. Gut, das waren Spielmodi und die Waffen. Da kann ich schon vorab sagen, Schrotflinten bei mir ganz unten, Pistolen auch. Pistolen werden halt genommen, wenn gerade die Hauptwaffe leer ist oder ich einfach außen Kameras erwischen will, wenn ich einfach überhaupt gar keine Lust habe, meine Hauptwaffe da leer zu schießen, auch wenn es wirklich sehr, sehr selten vorkommt, dass dann wirklich mal komplett leer geschossen ist, dann muss man massiv niederhalten, man muss massiv viele Gegner nicht treffen und dann noch nebenbei noch überleben, wenn man die Gegner nicht trifft. Da stehen bei mir die Maschinenpistolen mit fast 2000 Eliminierung. Ja, ein Hoch auf die Verteidigerseite. Auf Angreiferseite sind das überwiegend Gewehre. Jackal zum Beispiel ist Angreifer und hat Sturmgewehr und Maschinenpistole. Das leichte Maschinengewehr, ja, gibt's bloß ein paar, wie zum Beispiel IQ oder Maestro, wo ich das spiele, Scharfschützengewehr. Ja, da gibt's ja die DMRs und Glass. Wobei Eliminierung 193, Moment, da schaue ich mal kurz nach, 193... Da zählen die DMRs mit dazu. Die Designated Marksman Rifles. Kurzwaffe, Schrotflinte und die reinen Feuerpistole. Also, reinen Feuerpistole? Ist das die Bearing? Aber die habe ich doch schon so oft benutzt. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Also Schrotflinte ist klar. Kurzwaffe ist sowas wie Messer oder Pistole. Bei reinen Feuerpistole können auch eigentlich bloß die Schießeisen wie Bearing oder das Schnellfeuereisen, das kleine von zum Beispiel Hammermann, mit da reinkommen. Aber überwiegend Kopfschüsse sehe ich gerade bei denen. 21 und davon 12 mit dem Kopf. Da bin ich mir gerade unsicher. Bei 21 wirkt ziemlich wenig. Ich habe doch mit den kleinen Schießeisen, die richtig schnell schießen und richtig stark verziehen, doch schon mehr als 21 Eliminierung. Ah ja, ob das so stimmt, Ubisoft, ich weiß ja nicht. Ja, und Terroristenjagd zum Warmschießen bzw. zum Aufnehmen für Bildmaterial. Zum Wort zum Sonntag, bzw. wenn man einfach mal diese täglichen Herausforderungen, die da die anderen... Multiplayer-Herausforderungen verstopfen, behindern, wegspielen möchte.
Das wäre mal ein tolles Eliminierungstodverhältnis für locker, oder? 25. Na, die Pappkameraden. Das sind einfach Schießeisen und da ist Hammermann und Bandit ganz vorne noch dabei. Aha. Spielmodi? Moment, gibt's da noch mehr? Nahkampfeliminierung bedeuten mehr, weiß ja bloß, die Pappkameraden sind, die teilweise ganz schön lange brauchen, bis die überhaupt schnallen, was da gerade los ist. Spielmodi? Koop normal schwer. Ja, mittlerweile spiele ich ganz gerne schwer. Mission Einsamer Wolf. Noch gar nicht realistisch gespielt. Das glaube ich auch nicht. Ich habe das schon mal ausprobiert, da bin ich mir auch sicher. Ja. Also die Zahl kann ich auch nicht für voll nehmen. Ich könnte demnächst mal wieder einmal Einsamer Wolf realistisch spielen und mal gucken, ob sich das ändert. Gehen wir mal zu den Operatoren. Terroristenjagd finde ich jetzt nicht ganz so interessant. Ja, Glass spiele ich generell ganz gerne, wenn wieder Bartlett drankommt. Bartlett gibt es ja aktuell bloß bei eben Terroristenjagd. Und da spielt man sehr gerne Bombe und dann liegt der ganze Dreck in der Luft. Das ganze Giftgas. Und da kann man mit Glass einfach viel besser die Gegner sehen. Deswegen wird der liebe Glaster von mir vorzugsweise genommen, deswegen steigt er auch ganz schön auf mittlerweile, weil Bartlett kommt zurzeit wirklich sehr oft dran. So schade es ist, dass die Karte bei Locker nicht drankommt, so übermäßig kommt sie einfach bei Terroristenjagd dran. IQ Ash, ja mittlerweile generell, sage ich mir, ich will lieber jemanden haben, der ziemlich schnell unterwegs ist, ziemlich wendig ist und deswegen ist dann IQ und auch Ash hier relativ weit oben vertreten. Mit einem Schnellschießeisen hängt es zusammen. Bei Angreifer und Verteidiger und bei den Angreifern generell jemanden zu haben, der ziemlich wendig ist. Finca, Leon, Maverick, Montagne und Nomad noch gar nicht gespielt. Clash werde ich bei den Verteidigern auch noch nicht gespielt haben. Aber Capitao schon, 35 Minuten. Habe ich ihn hier öfter gespielt als bei hier drüben? Gut. Gehen wir das Ganze nochmal zu Ende. Ein Sieg-Niederlagen-Verhältnis bei Bandit von 14 zu 0. Das ist heftig. Oder auch bei Störsendermann. Eliminierung. Tod. 96. Autsch. Stimmt das? Aber generell sind die halt ganz schön hoch. Ja klar, sind ja bloß die Pappkameraden. Die blöde KI. Wobei die auf realistisch richtig knackig ist und auch schwer, wenn man bloß zu zweit unterwegs ist, speziell beim Modus Bombe, ist schwer auch schon richtig schwer. Die fallen hier wirklich deutlich heraus. Sieg, Niederlage bei Störsendermann bei 10 und bei Bandit 14. Doc und Westmann spiele ich da auch relativ gerne, aber Verteidigung spielt man da auch wirklich relativ selten, sieht man ja auch in der Spielzeit. Da mag ich einfach die P90 so sehr bei den beiden. Selbst Tachank habe ich gespielt. Alibi noch gar nicht. Clash, Echo, Frost, Kite, Lesion, Mira und Vigil auch noch nicht. So. Und die Waffen noch der Vollständigkeit halber. Ja. Ist auch für mich ein klein wenig ein interessantes Video, denn ich habe ja auch mal wieder reingeschaut seit längerem. Und vielleicht machen wir das in einem Jahr wieder und dann können wir mal gucken, was hat sich denn wie eklatant verändert. Also, allen voran wollte ich euch einfach mal die Statistikseite, die ich euch auch nochmal verlinken werde, näher bringen. Schaut da einfach mal rein, wenn es euch interessiert und zweifelt vielleicht die ein oder andere Statistik an oder freut euch über die ein oder andere. Mal ganz nebenbei, man kann auch vergleichen. Wenn ihr euch mit einem Kumpel vergleichen wollt, dann ist das hier oben oder ist das überall so? Ach egal. Auf jeden Fall gibt es hier die Möglichkeit, einen Benutzernamen einzugeben. Dann kann man sich direkt vergleichen. Dann müsst ihr nicht irgendwie euch anrufen und oder im TS aneinander hängen und dann euch austauschen. Kann man natürlich trotzdem machen, indem man sich einfach über besondere Zahlen, die besonders der Reihe tanzen, besonders freuen kann. Aber probiert es einfach mal selbst aus. Ja, hoffe euch hat das hier gefallen, dieser kleine Einblick hinter die Kulissen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.